Noch ist es ruhig am Gymnasium Norf. Doch für Schüler und Lehrer ist es ein besonderer Tag. In Berlin wird der Deutsche Schulpreis verliehen. Das Gymnasium ist nominiert, der Newcomer im Rennen. Wir haben jetzt schon gewonnen, weil wir ja unter den 12 Nominierten sind. Was jetzt heute letztendlich bei der Preisverleihung rauskommt, das wird unsere Delegation in Berlin direkt erfahren, beziehungsweise wir gleich beim Public Viewing. Und die Chance auf den ersten Platz, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir ihn bekommen würden, aber 50-50 und ich denke da positiv. Was die Schule von anderen unterscheidet, ist auf den ersten Blick nicht gleich erkennbar. Dabei ist sie schon mehrfach prämiert worden. Also Schule ist eigentlich ganz normal und zwar, wie man sieht oder wie man nicht sieht. So besonders sind wir gar nicht. Andere Schulen haben zum Beispiel, wie ich gehört habe, einen Blindenhund oder sonst was. Das haben wir hier nicht. Aber wir haben einfach ein Verhältnis zu den Lehrern, was extrem gut ist. Ich wiederhole es nochmal, wenn ich Probleme habe, kann ich gerne zu den Lehrern kommen. Sie sind immer für mich da oder auch normalen Witzreis mit den Lehrern. Es ist wie ein familiäres Leben, würde ich sagen. Mobbing gäbe es am Norfer Gymnasium so gut wie nicht. Alle ziehen hier an einem Strang. Auch lernbehinderte Kinder sitzen mit im Unterricht. Am liebsten hätten wir natürlich, wenn wir den ersten Preis machen würden. Aber ich denke, wir sind auch mit dem jetzigen Stand schon zufrieden und können einfach uns schon mal gratulieren. Auch als besonders sportlich und gesund ist das Gymnasium in Norf ausgezeichnet. Die sogenannten Spurwegkurse vereinen Sport, Bio- und Gesundheitswissenschaften. Ich bin Sportlehrer mit Leib und Seele und wir sind hier mit den Voraussetzungen unfassbar gut eingebettet. Wenn man das Schulgebäude von außen sieht, merkt man direkt, alles grün, alles Wiese, viel Fläche. Ich als Leichtathlet, das Stadion ist nebendran, da ist eine Weitsprunggrube, da ist ein Fußballplatz. Wir haben eine tolle Turnhalle. Das sind einfach Voraussetzungen, das macht natürlich besonders viel Spaß, wenn man auch sein Fach richtig unterrichten kann. In mehreren Auswahlverfahren hat das Gymnasium in Norf es so in die Schlussrunde für den Deutschen Schulpreis geschafft. Wir haben renovieren lassen und alles Mögliche gemacht und sehr viel mit Medien machen wir jetzt. Und ja, natürlich, wie gesagt, dass wir im Unterricht mit Medien arbeiten und unsere sozialen Projekte, was zum Beispiel die Flüchtlinge angeht, dass wir da Spenden sammeln und sowas. Die Verleihung in Berlin schauen alle Schüler gemeinsam an. Auch ein prominenter Schulabgänger hat sich zum Public Viewing eingefunden. Bürgermeister Rainer Preuer hat selbst am Gymnasium Norf sein Abitur gemacht. Es ist irgendwie irre, dass man so nochmal den Weg in die eigene Vergangenheit findet, in die eigene Schule. 1988 habe ich Abitur hier gemacht. Die Schule ist irgendwie anders, aber doch noch so geblieben, wie sie ist. Nach und nach werden alle 12 Schulen, die es in die Finalrunde geschafft haben, vorgestellt. Als die Norfer dran sind, sind Jubel und Spannung natürlich groß. Doch am Ende gehen die Norfer leider leer aus. Der Gewinner kommt dieses Jahr aus Niedersachsen. Doch in Norf lässt man den Kopf nicht hängen. Ich bin nicht enttäuscht, ganz ehrlich, weil ich finde, wir sind gut und wir werden noch besser werden. Immerhin. Zum 10-jährigen Jubiläum haben die Organisatoren des Schulpreises die Summe für alle, die das Siegertreppchen nur knapp verfehlt haben, von 2.000 auf 10.000 Euro aufgestockt. Und im nächsten Jahr wollen es die Norfer einfach wieder versuchen.